Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph Saring und heute gibt es mal ein ganz kurzes Video und zwar zu dem Thema, wie fügt man Windows 10 ab der Version 20H2 nachträglich einer Domäne hinzu. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann bitte ein Like hinterlassen oder über ein Abo freue ich mich natürlich auch. So, wir sehen jetzt hier ein Windows 10 in der Version 2004. So, sehen wir. Und wenn wir jetzt klassisch, wie wir das gekannt haben, seit zig Jahren über die Systemsteuerung. Und dann sind wir auf System gegangen. Und dann hatten wir hier die Einstellungen. Natürlich fragt er hier kurz nach dem Passwort. Und dann hat sich dieses Fenster geöffnet und hier konnte man jetzt die Domäne eintragen und mit OK, dem Passwort des Domain-Administrators, konnte man das der Domain hinzufügen. So, wie sieht es jetzt unter ab der Version 20H2 aus? Dazu mache ich jetzt ganz kurz das Upgrade auf die 20H2. Nehmen. Sicherheit. Und da haben wir es ja schon. Und da drücken wir mal ganz kurz drauf. Ich tue das natürlich jetzt abkürzen. Sobald das Update durchgelaufen ist, bin ich wieder da. So, das Upgrade ist jetzt abgeschlossen. Wir haben jetzt eine Windows 10 Version 20H2. Wohlgemerkt, wir reden ja immer ab Windows 10 Pro oder Enterprise oder Education. Windows 10 Home geht das nichts an, das Ganze. Da gibt es das alles nicht. So, jetzt können wir ja nochmal hier gehen auf Systemsteuerung. Und wenn wir nämlich jetzt auf System gehen, dann öffnet sich die Windows-Einstellungen-App, also die Windows 10 Einstellungen-App und nicht mehr diese Systemanzeige vom Windows 10 bis zur 2004. Also das heißt, es gab es seit Windows NT, war das dort versteckt. So, das heißt, man kann auch üblicherweise ganz normal hier über diese Einstellungen gehen und dann geht man hier auf System und hier auf Info. Das ist im Prinzip das Gleiche. So, da gibt es jetzt hier diesen Knopf Umbenennen. Das hat Microsoft geschafft, dass das schon hier so in diesem neuen App-Look enthalten ist. Aber es fehlt halt hier der Knopf um oder beziehungsweise die Eingabe, um das der Domäne hinzuzufügen. Und zwar haben die das mit einem stinknormalen Link hier an der Seite verpackt und dort springt es noch auf die alte Variante. So, wahrscheinlich wird das dann auch mal irgendwann hier in die App direkt reinwandern. So, und hier, wie gehabt, die Domäne angeben und in der Domäne einloggen. Sollte sich das wieder ändern, dann werde ich das, oder sollte sich das weiter ändern, dann werde ich das, auch nochmal kurz dokumentieren. Sollte euch das Video gefallen haben, dann hinterlasst doch ein Like oder abonniert meinen Channel, solltet ihr das nicht schon gemacht haben. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Restwoche. Bis dann, euer Christoph.